Es ist das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen, FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Ein Duell auf Augenhöhe, der Tabellendritte empfängt im Stadion an der Grünwalder Straße in München den Tabellenzweiten. Trainer Tom Wörle mit Personalproblemen. Viele, viele Verletzte, insgesamt 8 Mädels, die er nicht einsetzen konnte. Dennoch der bessere Auftakt in dieser Partie für die in Rot gekleideten Bayern. Das ist Verena Feist. Die Hereingabe ist gefährlich. Und dann bekommen die Wölfinnen die Kugel irgendwie weg. Dann auf der anderen Seite Wolfsburg mit diesem Einwurf. Der Ball kommt in den 16er und dann geht Torfrau Korpela ziemlich rustikal zur Sache. Trifft die Angreiferin Alexandra Popp. Und es gibt keinen Strafstoß, sondern Abstoß für die Bayern. Seltsame Entscheidung, bisschen glücklich vielleicht, aber die Wölfinnen, die treten jetzt auf gegen Ende des ersten Durchgangs und eine tolle Situation sowohl von Torfrau Korpela als auch von Alexandra Popp, die einen Hinterkopf-Kopfball hier hinlegte, das ganze Geschehen in der 43. Spielminute. Keine Treffer zur Halbzeit, dann gehen wir rein in den zweiten Durchgang. Auch hier wieder der bessere Beginn für die Bayern. Das ist Nicole Rolsa. Und wenn sie da mehr draus macht in der 66. Spielminute, dann könnte die Partie einfach viel besser zugunsten der Bayern laufen. So geht es in die andere Richtung. Das Ganze ist eine Hereingabe. Die Szene immer noch heiß. Pernille Harder hatte da reingeflankt. Und dann auf einmal ist die Kugel drin. Tessa Wullert war es wohl. Die scharfe Hereingabe in der 73. kam von Anna Blesse, die sich da feiern lässt. Die Spielerin mit der Nummer 9. Und Tessa Wullert, die gerade eingewechselte Belgierin, mit dem Joker-Tor die 1:0-Führung für den VfL Wolfsburg in der 73. Spielminute. Die Bayern wehrten sich nach Kräften. Zum Beispiel hier, das ist Sarah Debritz. Schuss aus der Distanz, aber genau in die Arme von Nationalkeeperin Almut Schuld. Gute Szene allerdings. Das Ganze in der 81. Es war nochmal richtig spannend hinten raus. Und dann in der 86. Isabel Kerschowski. Die geht da alleine auf und davon. Und am Schluss ist es ein Eigentor. Also unglücklicher ging es ja kaum. Gina Lewandowski steht da unglücklich im Weg, aber es war schon zu sehen. Isabel Kerschowskis Vorstoß, der war einfach mit so viel Zug und Willen. Und dann ist es eine Verkettung unglücklicher Umstände. Korpela fälscht ein wenig ab und dann drückt ihn Gina Lewandowski über die eigene Linie zum 0:2 aus der Sicht des FC Bayern München. Und dann war es amtlich. Der VfL Wolfsburg, der Titelverteidiger im DFB-Pokal der Frauen, steht also mit diesem 2:0-Erfolg beim FC Bayern München zumindest schon mal im Halbfinale in der Runde der letzten 4. Gratulation von unserer Seite.